Herzlich willkommen zur heutigen Folge gerade irgendwo auf dem Marsch. Hier irgendwo nicht, aber im Norden, ne? Ich werde noch ein paar Paletten rausholen. Immer so frei. Hierbei raus. Ja, nur drei Stück. Ich weiß aber nichts. Ich dachte, ich habe die Bretter auch rausgeholt. Ach, die sind da oben. Aber die wollte ich verkaufen beim Baumarkt. Sind voll. Macht aber nichts. Passt nämlich genau. Fangen wir. Oh! Ja, hab ich noch gesehen. Jetzt bei der Vollgas gegeben. Das wäre was geworden. Voll festgefahren. Und dass die Kante so hoch ist. Muss ein bisschen rangieren. So, hier müssen die Paletten rein. Aha, und viel, viel Menü. Jetzt werden die aktiviert. Also eingesammelt. Gut, dann warten wir einen Augenblick, wie er das so schön macht. Dann holen wir den nächsten ran und fahren da auch wieder rein. Jetzt können wir hier aktivieren. Ja, was gewesen. So, aus. Start. Können wir wieder sagen, wir können wieder ein bisschen. Ja, was holen. Später. Da wir es nachts so mit dem Schalter vorspulen, gehen wir auf 30. Wieder aufladen. Besser ist, ne? So. Die Bretter soll er ja nicht mitnehmen, aber die Fress verkaufen wir dann hier gleich im Baumarkt. Bestimmt morgen früh. Können wir gleich noch eine Restpaletten holen vom Sägewerk. Paletten 40. Ja, kommt mal zusammen langsam. So, mehr ist nicht. 18%. Aber da kommen wir alle hin, ne? Gut, das war mir eh klar, dass ich den hier haben will. Also dunkel ist hier gar nicht, ne? Wir werden noch viel mehr mit Licht arbeiten müssen hier. Da sind die anderen beiden Bretter. Paletten. Die gibt es zum Baumarkt.
damit die Handwerker auch was zu tun haben. Und wir gleich den Rest aufladen. Wird nicht reichen. Hackschlüssel könnten schon rüberfahren. Leppalette, ja. Gut, da warten wir noch ein bisschen, bis es voll ist. Lohnt sich jetzt nicht. Nee, nee. Taxi muss man sich woanders suchen. Gehen wir mal ein bisschen. Kühe war es gewesen. Na, Kuh tot oder schläft? Schlafen alle. Ja, dann werden wir mal nicht stören, ne? Prozent. Ein bisschen sauber, das können wir machen. So. Und gleich wieder Futter geben, ne? Ein bisschen paradox, aber gut, was soll's. Können wir das Futter nicht verkommen lassen? Verkommen lassen. So, Menü ist ganz gut aus. Auch das andere Menü. Na, das füttern wir morgen. Ist noch alles gut im grünen Bereich. Und wir haben den nächsten Tag geschafft. Was macht Temperatur? Katastrophe. Ja, das Licht geht leider nicht aus. Mission? Keine. Was macht unsere Saat? Oh, gepflanzt. Gepflanzt. So, 16 interessieren. Wenn ich es mir leisten kann. Das wird aufräumen hier. Und zwar die beiden Tanks. Der weiße für Milch und Wasser. Wasser im Notfall, aber Milch auf jeden Fall. Und der grüne für Gülle und Gärreste. Oh, das ist das nicht gut. Ich gleich wieder ankoppeln, das ist ein schwieriger Fall. Kurz überlegen. Umändern.
An der richtigen Stelle lösen ist anscheinend ein Wort. So, da haben wir schon. Irgendwann geht Wachstum durch, denke ich mal. Oh, die Temperatur ist gestiegen. Die Bodentemperatur um 5 Grad mehr. Wahnsinn. Aber das wird den meisten hier retten, glaube ich. Ist ja leer. Gab so einen schönen Bug im LR17, da konnte man einen Tank und Güll drin war aber nicht voll tanken. Ich nenne das praktisch. LKW hörst du ja gar nicht. Da muss ich mal mit Tommy was mit dem spielen. Essen holen. Tank. Und die Stimme noch nehmen. So. Ich habe die ganze Woche die Thüringen-Karte immer so abends ein, zwei Stunden Outdrive-Kurse eingefahren. War das eine heine Arbeit. Ob das näher noch alles so schön funktioniert, das weiß ich nicht. Aber wenn das funktioniert, macht die Arbeit ein bisschen leichter. Weil wenn wir dann Düngemissionen zu machen haben, dann können wir sagen, fahr hin und gut ist. Beziehungsweise fahr zurück. Es wird nicht immer klappen, denke ich mal. Das wird hin und wieder mal korrigieren müssen. Hier und da. Aber fürs erste Mal einfahren. Bin immer zufrieden. Also die Straßen haben wir eingefahren und die Felder. Punkte und die eigenen Felder, die habe ich auch noch eingegrenzt. So, jetzt fahren wir zum Sägewerk und bringen ein bisschen hin. Hackschützen zum Pellet zurück und dann werden wir die Pellets von der vom Sägewerk auch noch nehmen. Wir werden hier nichts mehr starten. Dünger und so. Das kostet ja nur Geld. Kriegen wir ein bisschen mit rein. Zur Not immer noch ein paar Bäume wegfräsen. Aber mal sehen. Fabriken kosten ein bisschen Geld. Aber immer später, wenn wir Stroh haben, dann können wir dann auch Stroh entsprechend Pellets machen.
So ist sie fast voll. Hat sich eigentlich gelohnt. Fast. Ah, das lohnt sich immer. Warum mache ich eigentlich meine Tastatur jetzt? Hier ist mein Lenker viel leichter. Nur innen einsteigen. Das ist immer ein bisschen besser. Zwar nicht perfekt, aber man müsste nur fliegenden Drohnen haben, die vorweg fliegen und Licht machen. Aber das dauert nicht mehr lange, wird hier hell. Steil in Richtung Sommer. Schauen wir noch, ob wir es mal aufgeladen kriegen. Bekommen hier. Ob wir jetzt hier irgendwo raufgefahren kommen? Ne, hier nicht. Vorne aber. Das wird eine enge Geschichte. Aber da kommen wir rum. Wer da lacht, wer nicht. Kein Haufen zu sehen. Ob das genügt? Ist zu 100.000 schon. Das ist gut. Und voll. Können wir unser Gewicht 85 Tonnen. Jo. Irgendwo, ja, bin ich hier verkehrt. Ich muss doch hier raus. 85 Tonnen, ich muss den Mod deaktivieren. Oh, ich darf diese Hänger nicht nehmen, das ist schwer. Dann darf ich nur Standard nehmen. Dann wäre es nur 59.000. Da lässt sich Grunde überhaupt nicht lenken. Wir müssen dann nur bis in eine Nachbarfabrik fahren. Reicht schon aus. Mit Schwung. Wie gesagt, durch das enorme Gewicht ist ja unlenkbar geworden. Aber wir sind da nur zum Glück nicht so weit weg. Ja. Später Frühling. Leer. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis morgen oder übermorgen. Je nachdem, wie ihr Zeit habt. Wie gesagt, vielleicht mache ich auch zwei Folgen am Tag. Ich weiß noch nicht genau. Weil ich muss sehen, dass ich heute immer die 7 schaffe und die 7 geschafft habe, dann kann ich auch sagen, okay, es reicht auch noch für weitere 7. Dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.